Hallo Merit. Hoi. vielen Dank für deine Videos. Gerne. Das erste habe ich geschaut und ich musste ein paar Mal recht lachen. Ich auch. ja, ich bin am Wandern. Also, eigentlich, soll ich nicht das jetzt sagen? Also jetzt bin ich gerade am Dehnen, weil meine Beine so dermaßen, wie du glaubst, es geht. Doch, ich glaube das. Meine Wettin, die sind wie Beton. Ich weiss gar nicht, wie ich morgen wieder die Wanderschuhe anlegen und weiterlaufen. Herz Gesicht machen. Und ich weiss ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie dass ich noch muss dehnen muss, damit das irgendwie halbwegs wieder so ein bisschen weich wird oder entspannt. Oh. Aber ich mache einfach. Geht mir auch ein bisschen so. Das Rechnen. Stell mir gerade vor, wie das auch aussieht jetzt. Der zweite Tag. Ich bin in Mertingen. Mertingen? Das ist etwa 40 km nördlich von Augsburg. Ich bin hier auf einem Bauernhof, der Einzelzimmer vermietet. Dann hat es da noch eine Praktikantin, die arbeitet bei Zott. Kennst du Zott? Sahnejoghurt von Zott. Die sind anscheinend in Mertingen zuhause. Ja. Die Praktikantin macht logischerweise ein Praktikum dort bei Zott. Ja, sehr nett. Wir haben vorher ein bisschen Fernsehen geschaut. Aha. Ich kenne sonst kein Fernsehen. Ich finde es immer mega cool. Ich kann einfach ein bisschen Fernsehen schauen. So geil. Ich habe mit der Praktikantin im Fernsehen schauen. Ah, bye, Yes. Scheiße, gell, wenn es weh tut. Ich wandere, habe ich irgendwie nach 3 Tagen entzündete Achillessehne gehabt. Oh, leck. Das hat sich nachher ausgewirkt auf die Ferse. Yes. Auf Fußmuskulatur. Und nach 4 oder 5 Tagen habe ich wirklich praktisch nicht mehr laufen, weil ich so krass Fersenschmerzen hatte. Das zu tun war. Und. Jetzt hast du es schon wieder. Es ist irgendwie nie wirklich wieder besser geworden, beziehungsweise es ist immer wieder mal gekommen. Und ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass das auch wieder anfängt und das würde mich mega nerven, weil... Dann müsstest du wieder herkommen. Dann erzähle ich da etwas wegen Einschränkungen, gell? Aber es würde mich anschiessen, weil dann würde ich nicht so lange laufen können, wenn ich eigentlich gerne will, beziehungsweise... Ja, Einschränkungen sind nicht wirklich cool, aber... Nein. Das muss ich jetzt auch nicht dir erzählen. Juhu! Gestrige Tag war recht seltsam eigentlich. Seltsam? Damit angefangen, dass ich mit dem Typ vom Hotel zusammengeschissen hat. Weil ich zu spät zum Morgen gekommen sei. Oh. Ich habe am Abend vor dem gefragt, wenn es nicht Frühstück gibt. Dann habe ich gesagt, 6:30. Dann habe ich gefunden, okay, 6:30 ist super. Bist du Melfi gekommen? Dann komme ich irgendwie übersehen. Dann haben sie nicht gesagt, aber ich habe es auf mich gedacht. Ja, dann wird es wahrscheinlich bis 9 Uhr so zum Morgen geben. Und dann komme ich dann irgendwie abends jetzt an und serviert seine Frau. Wahrscheinlich hat sie Svetlana geheißen. Das nächste schon noch. Dann kommt nachher er, bringt mir irgendwie Kaffee und Orangensaft und findet irgendwie so vorwurfsvoll, ich sei zu spät. Hat er es so angerührt? Es war 7:30 gewesen. Ich habe gestern noch gefragt, hat es zu morgen gegeben und er hat gesagt, zwischen 6:30 und 7:30. Und er hat mir irgendwie wirklich nicht wieder glauben, dass er dazu gesagt hat, es gäbe ab 6:30 zu morgen. Aber das macht er mit allen. Und nicht gesagt, wie lange es zu morgen gibt. Und ich habe irgendwie so gedacht, ja, wow, das ist jetzt irgendwie eine Info, die völlig unnötig ist, dass er mir das sagt, weil ich meine, jetzt bin ich eh nicht zu spät. Mhm. Also, ich kann mir eigentlich nur noch ein Bein sagen. Thanks for pissing my day. Das hat anscheinend auch wieder. Hat sich dann aber nachher trotzdem mit einem sehr grosszügigen und netten Lächeln von mir verabschiedet. Weird!
Und hast du bis zum Morgen nicht gemacht? Das ist richtig übel. Da hat es nämlich nur Industrie. Und Bundesstraße und hässliche Gebäude. Schlecht ausgeschilderte Wanderwege. Gerade außerhalb, oder was? Ja, sicher nicht 40 Kilometer. Ganz viele Logistikgebäude. Wallisellen. Und irgendwann bin ich dann endlich auf einem Fell gewesen, nämlich dort, wo ich dir das Foto hergeschickt habe. Aha, ui, ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich in dem Augenblick echt nicht gewusst habe, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was ich da mache. Die Wanderschaft. Ich weiß gar nicht, welchem Bundesstaat das ist. Das ist das Mississippi. Jedenfalls gibt es doch dort die Crossroads, wo man sich mit dem Teufel kann verabreden kann, um seine Seele zu verkaufen, um eine Megaton-Gitarre spielen lernen oder so. Ah, hm. Das war so ein Kreuz. Genau, keine Ahnung. Mississippi? Es hat wirklich unheimlich ausgesehen. Ich habe gesessen, mit dem Rucksack, habe Brot und Käse gegessen und so gedacht, Scheiße. Der erste Tag war wirklich mega übel. Wie lange bist du echt jetzt schon gelaufen gewesen? Bin ich weitergelaufen und am Abend bist du den ganzen Tag gelaufen? Am Abend bin ich in Pipelbach, also was heisst am Abend, am Nachmittag, ich bin eigentlich viel zu früh dran gewesen. Ich bin um zwei oder um halb drei schon in Pipelbach gewesen, in meinem Ort, wo ich übernachten wollte. Und dann dachte ich, jep, jetzt gehen wir zum Hockerwirt. Yep. Das hat die Pension geheißen. Und ich bin gelogen, dass wir nicht ins Bett bekommen. Und der Hockerwirt hat natürlich am Mittwoch zugehört. Hm. Voll geil. Und ja, und die andere Pension, die ich auch wieder übernachten wollte, dort war voll gewesen, wegen dem Mess in Augsburg. Und, du hast ja gesagt, ja, ich alles voll. Ich habe den Hockerwirt nochmal angerufen und gefunden, ich sei gehören am Arsch, wenn ich mir jetzt nicht ins Bett gebe. Und anscheinend habe ich die Frau vom Hocken wird erweicht und dann tatsächlich noch recht ein flauschiges Bett bekommen. Aber das ist jetzt der Bauernhof? Ja. Und was war sonst noch gestern? Beerdigung. Was? Die Kirche hat mir Hocken wird. Das Leichenessen, wo ich quasi auch noch teilgenommen habe, weil das ist ja halt die einzige Beiz gewesen, wo du noch etwas zu essen bekommst, dort in Pipelbach. Keine Weltstadt. Das war so quasi die Reste vom Leichenmahl. Der Leichnam quasi? Ja. Und heute Morgen bin ich los und heute war eigentlich ein guter Tag. So ein bisschen durch Wald, über Felder, relativ wenig Tiere die Straße bis auf den Schluss. Wie weiter? Wie? Eine feine Kürbiscremesuppe über den Mittag im Kloster Holzen. Oh. Und ja, und ich hatte hure Glück heute mit dem Wetter. Es hat eigentlich mega schlecht Wetter angesagt. Und ich bin heute Morgen tatsächlich irgendwie so mit dick eingepackt, Regenschutz, Regenhosen, Schirm aus dem Haus. Und ich war dann irgendwie nach 20 Minuten so völlig verschwitzt gewesen, dass ich dachte, also nein, ich kann mich jetzt eigentlich auch wieder abziehen, weil ich werde von innen viel nässer als außen. Und habe dann aber mega Schwein gehabt, es hat echt nachher nicht mehr geregnet. Dann hast du von innen raus wieder getrunken? Ja. Merci für deine Videos, habe ich das gesagt? Wahrscheinlich. Ich habe es wirklich cool gefunden. Und, ich weiß nicht, hast du eins gesehen? Ich kenne dich wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber ich finde, du machst recht einen dritten Eindruck am Morgen früh. So zerputzt und unfrisiert und frisch aus dem Bett. Findest du? Fast so süß. Oh. Also, nicht ganz so schlimm, wie du dich wahrscheinlich selber siehst. Aber du hast nur eins gesehen oder zwei? Ich weiß es nicht, nicht oder was? Und das Hund finde ich super süß, der ist wirklich gut. Tweet! Ja, und die Geschichte mit dem Memory und der Cortisonspitze in den Rücken macht, die kann ich echt gut verstehen, dass du das nicht toll findest. Andere würden. Das muss man wahrscheinlich nicht erzählen. Ich habe mal einen
eine partielle faziale Lähmung gehabt. Das ist der Gesichtsnerv. Oh fuck! Also, das hat eine Kollegin von mir gehabt. Ich hatte das vielleicht einmal im Leben auf der einen Seite. Okay. Und ich bin irgendwie so unglücklich. Ich habe es zweimal gehabt. Wieso? Zwei unterschiedliche Seiten. Und beim ersten Mal. Also das ist so, dass du irgendwie einfach so, das ist eine Entzündung vom Gesichtsnerv und das bedeutet dann einfach, dass irgendwie zack, die eine Hälfte vom Gesicht ist einfach gelähmt. Von null auf und du kein Wort mehr und du siehst auch komisch aus beim Reden ja. Und beim Lachen. Oh, und Scheiße. Es läuft dann und du bist drängst eigentlich alles einfach. Also einfach so wie beim Zahnarzt, wenn du irgendwie voll Ding überkommst und dann tut es einfach nicht. Und das eigentlich ist, das geht irgendwie etwa 3 oder 4 Wochen. Bis es wieder gut ist und du machst eigentlich einfach... Also es Barbara, ist nur sie können nur da lachen. Mein Arzt und meine Ärztin haben gefunden, es könnte eine Borreliose sein. Oh, und das müssen wir irgendwie weiter abchecken. Und um es irgendwie abchecken, muss man irgendwie so Rückenmarksflüssigkeit entnehmen. Nein! Weil irgendwie die Borreliose-Erreger irgendwie nur dort nachweisbar sind. Und... Borreliose? Das machen wir auch mit so einer mega langen, deftigen, kranken Spritze. Ja, genau, krank sagt es richtig. Die man so irgendwie zwischen zwei Wirbel rein tut. Jawohl. Die geht dann aber die geht nicht bis auf den Nerv, sondern so quasi in die, ja, man weiss wahrscheinlich bis wohin, bis einfach dort so quasi. Schöne Fantasie. Ja. Ich habe meine Schwester irgendwann gefunden, du Cousin, soll ich dich begleiten? Und ich habe so gedacht, so, wow, also meine Schuhe nicht, Daniela, aber das weiss ich, wie deine Schwester ist. Und der Roman, weisst du, der Roman. Ich wollte so gross und männlich und erwachsen tun. Und habe ich wirklich gefunden, also so wie mein Doktor bin ich auch schon. Und dann musste ich ins Unispital. Und dann liegst du irgendwie in einem Zimmer auf einem Schragen. Und dann kommen irgendwie so die Praktikanten vom Doktor. Jedenfalls habe ich dann schlussendlich wirklich das Gefühl, dass sie echt Praktikant waren. Du hast doch ein bisschen mit Praktikant. Ja, sie haben so das erste Mal an mir ausprobieren. Nein! Und sie haben sich wirklich saumässig super doof angestellt dabei. Also sie haben die riesen Spritze, die sich angefühlt hat, wie ein hoher Lanzen. Ein Elefantenrüssel. Einfach irgendwie nicht an den richtigen Ort hineingebracht und haben irgendwie also echt gefühlt 10 Minuten in meinem Rücken rumgeknodert. Na komm! Und wow, und ich bin mir irgendwie am Schluss bist echt vergewaltigt vorgekommen. Ja, bist nicht getaucht. Und ich bin so dort gelegen und habe so gedacht, Scheiße, jetzt wäre es unschön, wenn ich immer wäre da. Begleitest du also mich dann auch? Kann ich wirklich verstehen, wieso dass du das nicht willst machen. Aber... Aber du bist eben nicht mein Bruder. Ja, die Operation ist wahrscheinlich schon... Ich würde auch in die Starkus hängen, aber ich weiß auch überhaupt nicht. Was habe ich sonst noch? Nicht aufhören schwätzen! Also, Gedanken bis Leben. Wobei bis jetzt noch nicht so die mega riesigen Einsichten kommen. Ja, es wäre ja schnell, oder? Ich bin, glaube ich, einfach noch zu fest absorbiert mit. Der Wedel? Profane Sachen, die beim Laufen so passieren, im Sinne von, wo muss ich durch? Ist das der richtige Weg? Ah nein, das scheiß Ding ist wieder hure doof ausgeschildert. Stell dir vor, die Deutschen schaffen es, an einer Kreuzung irgendwie 100'000 Tafeln aufzustellen und du hast keine Ahnung, was durchgeht. Ja, Scheibe. Hat der Barber noch mal gesagt, ich weiß nicht gar nicht, wie es nach Polen gefunden hat, 1939. Das hat sich nicht so lustig gefunden. Zufall? Let's go ja, oder, this way. Was reibt da und es tut weh und der Rucksack drückt und beiden weh und überhaupt und ja, das stört alles irgendwie so beim ja, so beim vor sich hin träumen und Gedanken wälzen. Ja, sehr. Aber vielleicht kommt sie noch. Ich habe gerade gemerkt, dass ich irgendwie viel schneller unterwegs bin, als ich eigentlich gedacht habe. Also meine erste Etappe sollte eigentlich wahrscheinlich übermorgen schon fertig sein. Ah, cool, kommst du wieder? Übermorgen. Können wir gehen laufen? Tatsächlich wieder 20 oder 22 Kilometer arbeiten. Ja. Oettingen ist mein erster Zwischenhalt. Oettingen. Morgen. Und
Und von Oettingen nach Nürnberg sind es wahrscheinlich irgendwie nochmal... Nürnberg? Da gibt es doch irgendetwas. 5 Tage. Vielleicht ein bisschen weniger. Nockerl. Ja. Das Ding. Okay. Eben, ja. Martin. Das ist das Gleiche wie bei dir. Was ist so ein schöner Abschlusssatz? Ich weiß es nicht. Ja. Ich schicke dir das Ding jetzt einfach mal. Ich gebe ihm auch noch einen lustigen Titel. Und dann kannst du das mal hören, so ein Podcast-mäßig. Und... mir sagen, ob das etwas taugt. Ich habe wirklich Spass und Freude in deinen Videos. Ja, das ist so ein bisschen wie hast du ich schaffe einfach visuell und ja, so mit Audio. Merit, ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Tschüss. Ciao. Wo machen wir noch jetzt Stopp? Jetzt ist mein iPhone spielen. Ah, Technik. Also, warte, ich kann jetzt habe ich 16 Minuten geschwätzt. Weltklasse! Das ist viel länger, als ich noch will. Super. Ciao. Ciao. Jetzt sind wir wieder allein. Du. Hey, Nürnberg, was ist dort? Ist das der Marzipan von Nürnberg oder ist das Salzburg? Nein, Salzburg ist nochmal der Sachertorte. Ah nein, das ist Wien. Der Hamburger! Nein, komm, im Ernst, Nürnberg ist irgendetwas. Ist das Marzipan? Irgendetwas ist Nürnberg. Oder der Weihnachtsmärz? Oder der Samichlaus? Nein, komm, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist ja erst übermorgen. Aber das ist in dem Fall schon alles viel schneller, als du gemeint hast jetzt, oder? Oder nicht? Und Märtingen. Gang so viel. Das wird jetzt ein ewig langes Video, aber ich wollte einfach mit dir ein bisschen schwätzen. Dir mal ein bisschen zulassen. Was du ein bisschen erzählst. Und ich habe hohe Freude. Ui, die, das finde ich voll cool. Das ist so der Aufsteller jetzt irgendwie, dass man da so, kann, so unverhoffterweise so Zeugs. Ich finde, das macht so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Baumhüttenbau drauf, weißt du? Wieder mal etwas Neues und dann Weedy, dann etwas ausprobieren und ein bisschen Sachen machen. Ich weiß auch nicht, es ist so ein wie früher mit dem Nachbarn, mit dem Walkie-Talkie in der Nacht. Gehörst du mich? Bist du noch auf? So kommt mir das jetzt irgendwie noch vor. Es ist jetzt auch schon recht spät. Und ich habe schon lange zu Nacht gegessen und ich habe mega Rückenweh, darum bin ich wieder angelegen und habe den Kombi wieder runtergenommen. Weil ich habe auch keinen Fernseher und dann schaue ich da am liebsten so ein bisschen über die Themen, die mich gerade beschäftigen. Schaue ich so Vorträge und so. Auf die YouTuberei oder so. Und dann habe ich jetzt gedacht, ja, ich könnte jetzt eigentlich noch mal eins aufnehmen. Ich meine, wenn schon, dann kann man es ja gerade nicht übertreiben, oder? Hast du gerade mal 3. Und heute ist nämlich wie alles, habe ich am Nachmittag, habe ich das überhaupt erzählt. Am Mal, ich habe, im zweiten Video konnte ich auch nur, können, genau, das konnte ich auch machen, weil ich keine Therapie hatte, genau. Wegen dem Norovirus, das habe ich erzählt. Und nachher bin ich, juhu, super Panne. Passiert mir wirklich sonst, nie ist mir so nie passiert. Bin in Chiro, gewackel, bin eine Stunde gelaufen in Chiro und nachher... Quackelisiert im Wohnzimmer, im Badezimmer hin und her, weil sitzen, nachher sagt dort vorne das Fräulein, sagt sie, Sie, Frau Boxler, gehen Sie zum Herr Brenner? Und ich so, ja, ich bin eben schon 38 Zilliarden mal da gewesen, aber ja, ich kann zum Herr Brenner. Sie sagen, ja, sind Sie sicher, sind Sie heute irgendwie so? Und ich bin eben immer am Donnerstag eigentlich. Und eigentlich immer um die 5 Uhr, jetzt seit einem halben Jahr immerhin schon. Und dann habe ich gesagt, ja, so Stil. Also ich bin ganz freundlich gewesen, aber ich dachte, ja, was willst du mir für Blöd verkaufen? Dann sie sagen, ja, also der ist gar nicht da. Und ich, ja, so, wie meinen Sie das? Und sie sagen, ja, der ist vorne heim. Und ich, oh, das ist, trifft dich jetzt nicht so gut. Und wieso denn? Und sie sagen, ja, ich muss da schnell in meine Agenda geschmissen. Und sie haben ihren Termin morgen. Und ich, ja, das glaube ich nicht. Morgen ist Freitag. Und sie, doch, morgen Nachmittag um 4:15 Uhr. Und ich, ja, Jesus, Herr Göttli, das kommt mir jetzt gerade. Das habe ich vergessen, weil er hat irgendetwas mit seinem Kind.
worauf ich dann daten musste. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja nur wegen reingekommen, um ein bisschen mit ihnen da zu schwätzen. Und dann haben wir dort ein bisschen das Kalb gemacht, dort an der Rezeption. Und das hat mir irgendwie, das ist noch lustig gewesen. Dann habe ich irgendwie, bin ich nachher noch nicht gefunden, ja gut, dann würde ich jetzt in dem Fall wieder gehen. So, oder? Weil sonst bringt er das nicht zusammen, wirklich. Oder man könnte noch ein bisschen schwätzen. Dann bin ich nicht wieder gegangen. Und den Nicola habe ich dann wenigstens gesehen. Der ist dann da hinter mir auf dem Stuhl gesessen und ich da am Boden gelegen, aber umgekehrt natürlich. Weil er muss mir ja nicht einfach als Füdli schauen und ich schwätze da zum Fenster aus. Also ja, überflüssiger Kommentar. Und dann ist er dann wieder abgezötelt. Und der hat auch ein bisschen seine Themen. Wo er am Rumknorzen ist und so. Das war aber auch noch spannend, um mich zu schnädeln. Ich habe jetzt wieder das Zeitchen nicht gesehen, weil, habe ich glaube auch schon gesagt, gell, Ferien und Sachen und Zeugs. Und Sandra hat es ins Nest gerührt, offenbar, die haben noch geschrieben. Sie sind jetzt da niedergestreckt und so. Alle, siehst du, jetzt haben wir wie alle ein bisschen etwas. Die einen haben es mit dem Zeug und Rücken und der Ränzli, der Ranz. Und du hast es mit den Fersen und den... Wie sagen wir, Füße, der Schuhe. Gut, die Schuhe können wir nicht. Ja. Und so. Und Sandra hat es ins Nest geschwartet und der Nicola hat ein bisschen im Leben. Und das ist jetzt, dann ist er dann so ein bisschen persönlich, den kennst du gar nicht. Und meine Therapeutin, die sitzt auf der Toilette und körbelt ins Lavabo, da ist eben ein Nestspann und einfach so. Nein, arme Leute. Aber du könntest doch jetzt einfach noch hoch rauflaufen und dann wieder zurückkommen und dann kannst du mir noch 3 Tage Ferien machen und dann kannst du ein bisschen mehr Haushalt machen und so. Nein. Ich kann mir ein bisschen Multisadako machen und ein bisschen im Weide rumlaufen. Ausser du bist dann auch total lädiert. Nachher können wir beide gut Kortisonspritzen machen. Mit so langen Spritzen. Oh oh. Mit so einem Elefantenrüssel. Schau. Der hat sich sehr gefreut, dass du da irgendwie ein Ding geschrieben hast. Ohne sage ich. Der findet es total cool, wenn sich Leute melden. Er hat mega Freude. Siehst du? So ist das jetzt. Wenn ich jetzt da noch lange weiter schnurre, dann hast du noch ein bisschen, dann ist alles und dann haben wir und dann ist es. Dann kannst du eigentlich noch 5 Kilometer am Tag laufen, wie der Rest vom Tag. Ja, so, ich muss Videos schauen. Das kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. Mir geht die Frise obeinander. Und es ist klar, dass ich langsam muss ins Bett und wieder mal mein Pyjama anlegen miteinander. Wieder nicht mit dem gemütlichen Licht, sondern im grauen, düsteren Morgen Pfunzel. Mich müssen wieder von meiner unvorteilhaftesten Seite zeigen. Wo du gesagt hast, sie sei. Was hast du gesagt? Herzig. Also das finde ich jetzt noch herzig, dass du das sagst. Weil ich dachte, das darfst du auch nicht abschicken. Aber ich habe dir gesagt, ich verstelle mich nicht. Also wenn ich mich nicht verstelle, dann mache ich es auch nicht. Dann ist es halt so, wie es ist. Oder miteinander. Darum habe ich jetzt das Gefühl, ja gut, aber jetzt, dass du das sogar noch herzig findest, also das finde ich jetzt... Kann ich, dann ist das bei mir jetzt, wenn ich bin, sehe schon, wie rot ich jetzt gerade bin. Ui. So, und du hast, das habe ich, ist mir gar noch nicht aufgefallen so voran. Und das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich nur Audio hatte. Du hast eine ganz schöne Stimme. Zum Hören ist es wie so, ich hätte dir jetzt noch 37 Stunden zuhören. Das sollte man auch nicht so sagen, oder? Aber ich sage dir das jetzt einfach.
habe ich schon ein paar Scheu. Ehrlich? Und wenn du wieder magst schnarren, also wäre das natürlich Weltklasse. Weil ich finde das total ein Blasche, wenn ich da mit dir ein bisschen mitwackeln kann. Du kannst mich einfach unterwegs. Und es ist wirklich uhuere spannend. Es ist einfach uhuere lässig. Eigentlich müssen wir so Zeug, das ist mit diesen Videos, das ist so wie eine neue Idee aufgekommen. Bei mir auch. Also mit sich etwas erzählen. Ob man sich selber erzählt oder der Freundin oder jetzt dir. Es hat irgendetwas. Wie man erlebt immer irgendetwas. Und wenn es nur die eigenen Gedanken sind. Und auch die müssen nicht jedes Mal lebensumspickelmässig sein. Aber einfach manchmal oder manchmal nicht. Und anders. Und irgendwie ist es schön. Und eine völlig ungewohnte Art, jemanden kennenzulernen. Und ich bin voll begeistert. Ich finde es sehr blöde. Und jetzt gehe ich ins Bett, bevor ich dich in Schlaf hineinschnurre. Obwohl du das ja wahrscheinlich erst morgen siehst. Weil bis es jetzt das wieder alles abgespeichert und dann wieder in die Heraufladung. Nein, wenn... Also, dann, es ist also, das geht, das ist anders. Ich möchte mich jetzt mit einem Sprüchli verabschieden. Wo ich gar noch keins vorbereitet habe. Darum überlege ich mir dann bis morgen eins und sage dir, bist ein guter Kerl. Ja, ich habe fertig. Hast du auch fertig? Gehen wir ins Nest. Also ich gehe jetzt hinter ins Körbli. Eine Liegung. Du tust ein bisschen dein Versli aufheben. Und sagst am Versli ein Versli. Es liebst, dann tut es morgen wieder. Also. Bis gleich oder morgen oder so. Ciao.